Gestern MRT. Wie nett, man hat mich ernst genommen. Aber erst mal unterstellt, dass ich beim letzten Mal das Kontrastmittel abgelehnt hätte. Sagte ich, nee, ich habe sie abgelehnt, ich hätte es gern gehabt, aber ich bin unstechbar. Dann kamen mir so Sätze wie, ah, wir sind Superstecher. Sag ich, ja, ihr kennt mich noch nicht. Und dann hat man es dabei gelassen. Es ging wieder einiges schief mit der Rettung. Ich saß da 2 Stunden. Heute, 2. Tag, morgens aufgestanden. Dafür geht es mir recht gut. Gestern war ich beschissener drauf. Nur, meine Blase hat jetzt zum Harnwegsinfekt geblasen. Und sie krampft und krampft und krampft. Und das Beste daran ist, meine Hände krampfen mit, ich krieg sie nicht auf. Gerade vorher konnte ich noch einigermaßen, aber jetzt nicht mehr. Heute Vormittag darf ich irgendwann in der Neuro anrufen und erfragen, wie es weitergeht, was die Ergebnisse waren. Am Vormittag kommt der Herr von der 2. Rollstuhlfirma. Der Inverkehr wird gepimpt, die Krankenkasse hat all meine Wünsche bewilligt. Und ich hoffe, er regelt auch das mit meinem jetzigen Rollstuhl. Weil, schön, ich habe 600 Euro für die Reparatur der Fernbedienung bezahlt. Aber dass er jetzt trotzdem ein Auto bremst und erst noch eine Minute einstellt, das ist ein bisschen schwierig. Ich kämpfe, seit ich hier sitze, mit Panikattacken. Von mir zu drängen, um nicht wieder Psychopath schlucken zu müssen. Nachmittagstermin beim Orthopäden, 15 Minuten stand da. Mal schauen, was ich da unterbringe. Mein Umknickfuß, ob es da irgendeine Schiene gibt. Und ich habe mir zusammen mit Dr. Google gestern eine neue Diagnose geleistet. Wenn man mich ins Bett legt, fühlt es sich immer an, als wäre hinter mir, hinter dem Schulterblatt, irgendetwas von der Massagematte und wird da reindrücken und tut total weh. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Es ist mein Schulterblatt, das total spitz hinten raussteht. Hallo! Die nächste Stufe der Katastrophe erreicht. Bei dem Gedanken, was ich hier schon wieder an Material produziere, wird mir schlecht. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. So, jetzt bin ich fertig. Wird schlecht und ich müsste mich kurz hinlegen am Tisch. Und jetzt der Anruf. Ja, hallo, Sana Bianca am Apparat. Ich sollte heute anrufen und nachfragen, was das MRT ergeben hat und wie es mit mir weitergeht. Soll ich dann, ja, wann, morgen? Dann probier es morgen. Danke. Okay, tschüss. Es geht ja nur um die letzten kümmerlichen Reste meines Daseins. Es ist alles scheiße. Ich schlafe jetzt weiter, bis er kommt. Falls ich das überlebe und noch rechtzeitig Antibiotika bekomme, hoffe ich, ich schaffe es nächste Woche beim Katheterwechsel, mich recht herzlich dafür zu bedanken, dass er mir den Katheter in die Unterhose gesteckt hat und nicht auf mich gehört hat, als ich sagte, er steckt bereits in meiner Harnröhre. Er darf nicht weiter reinfahren. Wird das sein arrogantes kleines Herzchen schwer treffen? Film und Spiegel. Also gut. Ich schiebe das jetzt schon den ganzen Vormittag vor mir her. Wann ist der richtige Moment? Wann ist die richtige am Telefon? Wann darf ich mich wieder anschnauzen lassen? Insofern eine Richtigstellung, zwecks Orthopäden gestern. Das an meiner Narbe, an den Schrauben, das ist keine Entzündung, sondern nur Narbengewebe, das auf die Nerven drückt. Ja,
hallo, Sama Bianca am Apparat. Sollte heute nochmal anrufen und fragen, ob jetzt der Herr Doktor, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ob der mein MRT jetzt ausgewertet hat. Ja, und ob ich kommen kann, zwecks Cortison oder nicht, wie es weitergeht. Die Fragestellung mit an die Frau Dr. Mutz war nämlich folgende, ob ich jetzt einen Schub habe, ob man da was feststellen kann, weil meine rechte Seite wird immer schlechter. Schub, ja, nein. Und eben, ob Cortison, ja, nein, weil beim letzten Mal hieß es, es wäre kein Bett frei. Der Klassiker. Es wird sicher noch bis nach 11 Uhr auf alle Fälle dauern, ne? Also bitte nicht böse sein. Na, gar kein Problem. Ich sitze ja eh schon. Okay, dann bis später auf alle. Okay, danke. Okay, tschüss. Ja. Na, wenigstens die Richtige, die mich nicht angeschnauzt hat.